Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal die 5505 vor, das Siku Parkhaus. Dieses Parkhaus habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Es ist gebraucht, da sind leider nicht mehr alle Teile da gewesen. Auch das Fahrzeug, was es standardmäßig dazu gibt, und zwar dieses hier oben, ist leider nicht mehr dabei. Aber es macht nichts. Ich habe ja sehr viele Fahrzeuge zur Auswahl. Der Aufbau ist für Kinder, naja, ich muss mal sagen, relativ einfach. Vielleicht mit Hilfe der Eltern ist das besser. Die Bauanleitung, mal kurz zum Durchblättern, sind wunderbar. Leicht und kindlich zu verstehen. Es ist, trotz dass es Plastik ist, relativ stabil, muss ich sagen. Hat drei Etagen. Hier unten Ein- und Ausfahrt mit Schranke. Die Schranke kann man nicht ganz hochklappen und sind relativ leicht in der Platte mit so einer kleinen Nase hier unten befestigt. Ja, der Preis kann ich euch leider nicht sagen. Ich glaube, im Internet habe ich was von 30 € gesehen. Neu. Aber Angaben ohne Gewähr. Jo, man hat drei Etagen, Motorradparkplätze, Behindertenparkplätze und Mutter-Kind-Parkplatz. Und hier hat man einen Fahrstuhl, wo man Autos damit hoch bewegen kann. Habe ich noch nie in echt gesehen, aber ich weiß, dass es sowas gibt, auch in echt. Ein Fahrstuhl für Autos. Also, ich habe es persönlich mit meinen eigenen Augen noch nicht live gesehen, aber gesehen schon. ja. Was ich sagen muss noch oder möchte, ist, nicht alle Fahrzeuge fahren hier wunderbar runter. Das habe ich ausgetestet. Ich habe hier zwei Fahrzeuge. Zwei ältere Siku-Fahrzeuge, die fahren relativ gut runter. Man hat hier die Abfahrt. Und dann hat man hier, Entschuldigung, Stativ nehme ich mal hoch. Dann hat man hier so eine Kante. Wenn das Auto jetzt hier runterfährt, sind die Räder in der Luft und dann rutscht das praktisch so. Man hört es auch, dann rutscht das, die Rutsche, die Fahrbahn runter. Hochfahren ist damit unmöglich, aber es, wenn man das Fahrzeug festhält und hochschiebt, kann man damit schön hochfahren. Finde ich nicht gut gelöst. Aber vielleicht ist es auch gut gelöst, damit die Autos schön runterfahren. Ich demonstriere jetzt mal, wie das Auto runterfährt. Ja, so. Und los geht's. Aus einer anderen Perspektive, Entschuldigung, so, aha. Wo ist das hin? Da komme ich jetzt nicht ran. Das machen wir später. Jetzt drehe ich mal das Ganze rum für euch. Ich hole jetzt ein Fahrzeug mit dem Fahrstuhl hoch. Auto steht unten drinne.
Und jetzt holen wir es mal hoch. Und man muss hier oben das Siku-Zeichen drehen. Und wenn man das dreht, kommt der Fahrstuhlkorb hoch mit dem Fahrzeug. Dann muss man das Fahrzeug, den Korb mit dem Fahrzeug etwas justieren, damit keine Kante da ist. Ja. Und dann kann man das Fahrzeug rausfahren. So. Ja, was kann ich noch zu dem Parkhaus sagen? Es ist sehr schön verarbeitet, schöne Farben, nicht zu kaderbunt, schlicht, einfach. Der Spielspaß kann jetzt beginnen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Genießt das schöne Wetter und bis bald. Tschüss.